Zeugen Jehovas glauben, dass sie die Wahrheit haben oder in der Wahrheit sind und dass sie die einzigen sind, die überhaupt die Bibel richtig verstehen und die wahre Religion ausüben. Alle anderen bezeichnen die Zeugen Jehovas als Babylon, die große Hure. Wer die Bibel kennt, der weiß, wo er den Text findet. Babylon, die große Hure, bezeichnen die Zeugen Jehovas als das Weltreich der falschen Religion. Es gibt also die richtige Religion, das sind die Zeugen Jehovas. Und es gibt das Weltreich der falschen Religion, das sind alle anderen. Und dabei spielt es auch keine Rolle, ob das nun eine christliche Religion ist oder ob das eine der anderen Weltreligionen sind. Es gibt die eine richtige, das sind die Zeugen Jehovas. Und es gibt alle anderen und die sind alle falsch. Die gehören alle zum Weltreich der falschen Religion. Klare Ansage. Da ich heute an keinen personifizierten Gott mehr glaube und da ich heute auch nicht das Bedürfnis habe, anzubeten, egal wen oder was, sind mir Religionen insgesamt eigentlich ziemlich egal. In der Ausstiegsarbeit passiert es mir immer wieder, dass mich Menschen anrufen und sagen, oh Ricarda, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Du bist ja auch ausgestiegen bei den Zeugen Jehovas und jetzt haben wir endlich eine Basis. Ich habe jetzt Jesus gesehen und ich liebe Jesus so und ich habe jetzt endlich in dir jemanden gefunden, mit dem ich mich darüber unterhalten kann, ohne Angst haben zu müssen. Und das sind für mich in der Ausstiegsarbeit die schrecklichsten Anrufe überhaupt. Das sind so diese vom Zeugen Jehovas zum Zeugen Jesu und die haben einen missionarischen Eifer. Früher hatte ich den vielleicht auch, ja. Aber heute geht er mir fix auf die Nerven. Ich habe mit Religion gar nichts mehr am Hut und lasse religiöse Menschen sein, aber ich möchte gerne in Ruhe gelassen werden. Ich möchte nicht bekehrt werden, ich möchte nicht überzeugt werden und ich habe auch nicht mehr das Bedürfnis, weil ich mich so intensiv von meinem 5. Lebensjahr an mit Religionen beschäftigt habe und auch wirklich sehr intensiv beschäftigt habe, dass ich auf dieses Thema keine Lust mehr habe. Und in der Ausstiegsarbeit führt das dazu, dass ich zwar Menschen helfe, die aussteigen wollen, aber ich habe keine Lust mehr, mich über religiöse Fragen mit ihnen zu unterhalten. In meiner Ausstiegsarbeit geht es darum, dass ich Menschen helfe, die Zeugen Jehovas verlassen werden wollen, eine Wohnung zu finden, bei der Behörde den richtigen Antrag zu stellen, damit sie ihren Lebensunterhalt haben, Jugendliche, eine Ersatzfamilie zu finden, eine Pflegefamilie oder den richtigen Anwalt, die Wohnung für Jugendliche, die in eine WG kommen oder ähnliche Dinge. Also sehr konkrete Hilfe in der Ausstiegsarbeit. Und es gibt viele Gruppen, auch auf Facebook oder anderswo, da sind ehemalige Zeugen Jehovas, die immer noch jeden Wachturm und jedes Erwachet lesen und sagen, guck mal auf Seite 3 Absatz 2 Satz 1, da haben die Zeugen wieder die falsche Meinung vertreten und da können die sich stundenlang mit beschäftigen. Ich bin der Meinung, ich habe dem religiösen Leben viele, viele Jahre gewidmet. Das war auch gut und richtig so zu der Zeit damals, aber heute habe ich andere Prioritäten. Ich habe auf meinem Xing-Profil stehen, nachdem ich die Zeugen Jehovas verlassen habe, nachdem ich nicht mehr der Meinung bin, dass Gott, der Gott der Zeugen Jehovas, ein Paradies auf Erden aufrichten wird, in dem wir Menschen glücklich leben, müssen wir das selber tun. Und deshalb bin ich heute mehr im Umweltschutz, im Fledermausschutz, im Insektenschutz, im Maulwurfschutz tätig und versuche, soweit es in meiner Macht steht, mir ein kleines Paradies in meinem Rahmen zu schaffen. Wenn ein Mensch einen Vortrag hält, einen öffentlichen Vortrag, dann zieht er sich angemessen an. Ein Pastor oder Priester wirft sich in seinen Talar, ein Politiker in seinen Anzug. Und so gehört es zu unseren Gepflogenheiten,
dass man sich zu bestimmten Anlässen so anzieht, wie es sich gehört. Und für einen Zeugen Jehovas ist es so, dass ein männlicher Zeuge Jehovas, das beginnt schon bei den Ganzlütten, einen Anzug anzieht, ein Hemd, eine Krawatte, zumindest einen Zweiteiler. Und das gilt insbesondere, wenn er einen öffentlichen Vortrag in der Versammlung hält oder auf einem Kongress oder ähnliches. Und die Frau trägt ein Kleid oder einen Rock, das bis übers Knie geht, sittlich angemessen, dem religiösen Anlass entsprechend. Und so sollen die Schwestern auch von Haus zu Haus gehen. Und das bringt man auch den kleinen Mädchen bei. Und wenn wir diese Kongresse, die ja mehrmals im Jahr stattfinden, oder internationale Kongresse, wo Zeugen Jehovas aus vielen Ländern sich auf einem Kongress treffen, das sind auch so kleine Heiratsmärkte, dann schmeißen sich die Schwestern natürlich in Schale. Und das tun die kleinen Mädchen auch. Wenn Zeugen Jehovas keine offiziellen oder feierlichen oder religiösen Handlungen haben, dann ziehen sie selbstverständlich Freizeitkleidung an. Also sie würden ja nicht auf die Idee kommen, das wäre ja auch absurd, in einem festlichen Kleid in die Badeanstalt zu gehen. Auf die Idee kommt kein Mensch. Und wenn sie jetzt joggen würden oder sich sportlich betätigen, dann würden sie das auch nicht tun. Und wenn sie in ihren Garten gehen und würden umgraben, ja, dann ziehen sie natürlich auch die entsprechende Freizeitkleidung an. Also das ist so gehalten, dass die vorgeschriebene Kleidung zu offiziellen Anlässen getragen wird, wie eigentlich bei anderen Menschen auch. Jeder Zeuge Jehovas möchte Gott gefallen und alles tun, was Gott Freude macht, und alles unterlassen, was ihm keine Freude macht oder was ihn vielleicht verärgern könnte. Aber alles, was ein Zeuge Jehovas tut, ist freiwillig. Er geht also freiwillig von Haus zu Haus. Er geht freiwillig in die Versammlung. Er versammelt sich freiwillig mit seinen Brüdern. Und wenn es irgendetwas gibt, was ein Zeuge Jehovas nicht tun möchte, weil er es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann oder aus anderen Gründen, dann passen die anderen Brüder aufeinander auf. Das heißt, ein anderer Bruder, ein Ältester, bemerkt, dass jemand keine Lust hat, in den Predigtdienst zu gehen oder dass jemand keine Lust hat, sich mit seinen Brüdern in der Versammlung zu treffen und zu bestimmten Terminen wegbleibt, dass er vielleicht eine Arbeit angenommen hat, wo er dann am Freitag oder Donnerstagabend die Versammlung nicht besuchen kann oder wo er sonntags arbeiten muss oder ähnliches. Und dann stehen die geistig Starken den geistig Schwachen bei. Das bedeutet, es wird ein Hirtenbesuch gemacht. Die Ältesten stehen auf der Matte und sagen: lieber Bruder, liebe Schwester, uns ist aufgefallen, bla bla, das und das. Und hast du schon mal gebetsvoll erwogen, dass du dir einen anderen Beruf suchen kannst, wo es dir möglich ist, in die Versammlung zu kommen oder ähnliches? Und dabei, bei solchen Gesprächen, werden dann Bibeltexte betrachtet, es wird erörtert und gebetet, um dem Schwachen beizustehen. Und da werden natürlich auch Defizite bekannt bei den Ältesten. Und wenn sich das Verhalten eines Bruders oder einer Schwester nicht korrigieren lässt, dann hat es natürlich Konsequenzen. Dann darf ein Bruder keinen Vortrag halten oder er darf bestimmte Dinge nicht tun oder eine Schwester darf den Hilfspionierdienst nicht durchführen oder ähnliches. Man redet also dem Bruder oder der Schwester ins Gewissen, und in aller Regel lassen sich die Brüder belehren und begleiten. Und manchmal führt es dann dazu, dass jemand sagt: nee, also das geht mir jetzt zu weit, ich steige aus. Ich erkläre meinen Austritt bei den Zeugen Jehovas und schreibe den berühmten Zweiteiler: ich möchte ab sofort kein Zeuge Jehovas mehr sein. Gezwungen in dem Sinne, dass man jemanden jetzt in Handschellen von Haus zu Haus schleift, das passiert natürlich nicht. Bis auf die 144.000, die Auserwählten, die nachher mit Christus regieren über die Erde, wollen die Zeugen Jehovas gar nicht in den Himmel kommen. Sie wollen ja in einem Paradies auf Erden leben. Was macht sie so besonders? Sie halten sich strikt
an das, was in der Bibel steht, was im Wachturm steht, was die Organisation vorgibt. Und da sie die Einzigen sind aus ihrer Sicht, die alles ganz richtig machen, sind sie auch die Einzigen, die Hamageddon, den Krieg Gottes, überleben werden. Das ist ihre Überzeugung.